So, die Schnittwerte von diesem 4 mm Blech waren Schneidgeschwindigkeit 1100 mm pro Minute, Schneidgeschwindigkeit 2000 mm pro Minute, aber das meiste hat er eigentlich mit der Schneidgeschwindigkeit 1 geschnitten. TOC, also die Schnitthöhe, 102 Volt und Einstechzeit 500 Millisekunden. Strom habe ich eingestellt gehabt, 38 Ampere ungefähr. Ja. So, hier habe ich jetzt mal so einen von diesen drei Drachen rausgeschnitten. Und da muss ich sagen, hat er schon ziemlich gut geschnitten. Also jetzt noch unbearbeitet. Das ist jetzt die Schnittoberseite. Und Unterseite sieht das Ganze so aus. Also auch kaum bis gar kein so ein Brammel, also so Schlacke an den Spitzen halt, aber die geraden Schnitte auch so gut wie gar keine Schlacke. Genau, also bin ich begeistert. So, ich werde jetzt mal anfangen, den unteren Teil von dem Korb irgendwie zu punkten und zusammenzuschweißen. Also quasi diese 6 Teile einfach mal in der Mitte in den Punkt setzen, den Schweißpunkt, und dann die 6 Teile so hochbiegen, dass sie dann ja wie so eine Schale ergeben oder halt geschlossen sind. So, ich habe jetzt das Ganze, wie gesagt, in der Mitte einmal gepunktet, dass die einfach leicht nur in der Mitte zusammengeheftet sind, dann umgedreht, dass es so da liegt wie jetzt, und dann von allen Seiten so angeschoben und aufgestellt, bis sich halt die Seiten berühren und die Ecken einigermaßen gut abschließen. Und jetzt einfach an jeder Kante 3 Hefter gesetzt. Genau. So, im nächsten Schritt kommen jetzt die Seiten von dem Korb, und da werde ich jetzt mal versuchen, dass ich einfach 3 von diesen Seitenteilen nehme, also eine so eine vollflächige, eins mit einem Schildknoten und wieder eine vollflächige, und hier einfach 2 Schweißpunkte setzen, hier und hier, und danach eben diese Seitenteile so weit aufbiegen, bis sie mit dem Korbunterteil dann im Winkel übereinstimmen. Und das mache ich jetzt ich versuche es jetzt mal mit diesen 3 Teilen und halt dann die restlichen mit den Runen das gleiche. Einfach immer 3 zusammen, und dann schaue ich mal, wie das funktioniert. Okay, diese Seitenteile sind jetzt gepunktet. Da muss man halt nur aufschauen, dass die richtigen Teile immer aneinander gepunktet sind. Der Winkel ist ungefähr 144 Grad, also zwischen diesen Flächen, und also ungefähr, weil wenn man einfach ein paar Punkte setzt, kann man sie dann noch sich zurechtbiegen, wie es genau sein muss. Aber ich habe die jetzt mal alle zusammen geheftet mit 144 Grad zueinander. Also einmal hier die Teile und die beiden Teile. Genau. Und jetzt muss man die nur noch zum Ring zusammenpunkten, der dann eben auf dieses Korbunterteil drauf passt. Okay, ich habe jetzt die Teile einfach mal, also die 4 einzelnen Seitenteile, jetzt mal zusammengestellt nur. Also steht jetzt auf dem Kopf. Und auf diese Oberseite kommt jetzt dann eben das Teil, das wir zuvor gepunktet haben. Also drauf. Ja, ist jetzt noch nicht hundertprozentig ausgerichtet. Aber dass man schon mal weiß, wie es zusammenkommt. Und ja, bei den Seitenteilen muss man halt aufschauen, dass sich das immer so zusammensetzt, dass hier so eine Rune ist,
dann eine Vollfläche, dann der Schildknoten, Vollfläche, Rune, Vollfläche, Schildknoten, Vollfläche und so weiter halt in dem Wechsel. Weil die Drachen werden später an den Platten angeschweißt, wo immer eine Rune drauf ist. Also sind drei Platten mit Runen und drei Drachen. Und die müssen halt eben 120 Grad versetzt dann angeschweißt werden. So, dieser Seitenring, also bestehend aus diesen Runen, diesen vollflächigen und den Schildknotenteilen, ist gepunktet und jetzt auch schon auf dieses untere Schuppengitter geheftet oder auch gepunktet. Ich habe quasi den oberen Teil, also diesen Ring, zur Hälfte zangepunktet und dann diese zwei Halbringe oben sozusagen hier jetzt auf diesen auf dieses untere Gitter draufgestellt und gepunktet und dann nach und nach immer so fest gepunktet und dann hat sich der Winkel, der passende, automatisch ergeben. Also wird man sehen, wenn jetzt dann der Rest oben drauf auch noch passt. Als nächstes kommen dann diese Seitenteile, also einmal diese breiten und die schmalen, jeweils 6 Stück. So, jetzt sind schon mal diese größeren von den oberen Teilen, also quasi nicht diese schmalen, sondern die breiteren 6 Stück, einfach außenrum gepunktet. Ungefähr so, dass sie einfach senkrecht alle nach oben stehen. Und im nächsten Schritt kann man dann eben diese schmalen nehmen und hier dann einsetzen. Also halt auch erstmal an einer Stelle anpunkten und dann so weit reinbiegen, dass dann diese Seiten geschlossen sind. Das müsste dann eher eigentlich, glaube ich, senkrecht zum Korb sein oder leicht nach innen geneigt. Aber der Winkel ergibt sich ja dann wieder, eben, wenn man das Teil einsetzt. So, die kleinen Zwischenteile, also quasi die hier, die schmäleren, sind jetzt auch reingeheftet. Genau, also schauen, dass diese Platten hier, die Breiten quasi, leicht nach innen geneigt sind. Der Winkel von hier nach hier war, glaube ich, ja, ungefähr 157 Grad, also von den Breiten quasi, von der Fläche zu der Fläche, ungefähr 157 Grad reinbiegen. Dann kann man diese schmäleren Schuppenplatten eigentlich schön einsetzen und ja auch einfach innen zweimal punkten und dann, wenn alle drin sind, oben noch die Spitzen zusammenpunkten. Und ja, wenn es grob passt, kann man ja mal die Strecken messen, von hier nach hier, von hier nach hier, ob es dann ja gleichmäßig geworden ist oder ob es ein Ei geworden ist. Aber das ist sich eigentlich recht schön ausgegangen. Also ich habe jetzt einen halben Zentimeter Unterschied von hier nach hier und von hier nach hier, aber das spielt keine Rolle. Im nächsten Schritt werde ich jetzt das Teil mal auf den Kopf stellen und diese Drachenhalter mal hinhalten und schauen, ob das passt. Okay, ich habe jetzt mal diese drei Drachen ungefähr 120 Grad zueinander versetzt. Hier mal festgespannt und jetzt werde ich sie einfach da in der Mitte ein bisschen fester punkten auf allen drei Seiten und dann umgestülpt auf den Korb drauf und ausrichten. Aber jetzt, ja, jetzt werde ich die erstmal punkten und dann schauen, ob das einigermaßen funktioniert. So, ich habe jetzt angefangen, bevor ich die Drachen draufsetze, dass ich den Korb hier ausschweiße. Also ich werde ihn quasi alle Kanten ausschweißen und abschleifen. Ich meine, punkten wird es auch tun. Aber ja, ich glaube, es schaut schon schön aus. Und deswegen schweiße ich es jetzt erst aus und schleife es dann noch ab. In der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal angefangen,
den Asche-Auffangbehälter rauszuschneiden. Den habe ich jetzt aus 3 mm starkem Blech rausgeschnitten. Also einmal hier diesen Asche-Auffangbehälterboden und 6 von diesen Seitenteilen. Die werden dann auch wieder hier einfach am Rand in dem entsprechenden Winkel angeschweißt. Ich werde die auch wieder erstmal punkten, im Winkel leicht ausrichten, dass sie passen und dann auch ausschweißen. So, ich habe jetzt mal diesen Aschebehälter oder diese Asche-Auffangschale außen schon mal ausgeschweißt. Ups, die werde ich auch noch schleifen. Dann habe ich diese Kettenhalter, an denen der dann aufgehängt wird, schon mal angepunktet. Die muss ich noch ausschweißen. Genau. Und ich denke, innen werde ich ihn gar nicht ausschweißen. Muss ich mal schauen. Den Korb selber habe ich jetzt auch schon ausgeschweißt. Auch nur außen. Und da werde ich die Kanten auch noch abschleifen. So, ich habe jetzt wieder weitergemacht. Das hat sich jetzt zwischenzeitlich alles ein bisschen verzögert. Ich habe diesen oberen Korb eben zusammengeschweißt, also innen gepunktet, außen ausgeschweißt und dann die Schweißnähte geschliffen. Dann diese Drachen eben, also den Korb halt in diese 3 Drachen eingesetzt. Immer an der Stelle, wo diese Runen sind und da auch verschweißt. Und die Schale unten eben dann hier mit diesen Ketten so schwimmend reingehängt. Ja. Dazu habe ich hier noch diese 3 Krallen oder Klauen. Überall, wo so ein Schildknoten ist, eben mit angeschweißt. Ah ja, unten eben hier bei den Drachen jeweils auch noch so ein kleines Plättchen als Standfuß mit rangeschweißt. Ja, ich muss jetzt die Außenseite von dem Korb hier noch schleifen. Dann da die Schweißnähte noch ein bisschen nachputzen und dann werde ich das ganze Teil noch mit einem schwarzen Ofenlack lackieren. Genau. Diese Schale, wenn man sie hier so abhängt mit den Ketten, dann kann man sie dann einfach halt auch rausnehmen, um die Asche dann auszuleeren. Vielleicht noch kurz die Ansicht von hier, vom Platz her. Also dieser Aschekorb, der hängt hier wirklich in der Luft. Auf der Höhe, das geht hier seitlich auch ganz gut aus. Der hängt zwischen den 2 Zacken. Und wenn man die Kette abhängt, dann liegt er eben unten einfach da an den Kanten auf. So, so sieht das Ganze jetzt fertig lackiert aus. Eben unten mit diesem hängenden Asche-Auffangbehälter. Und dann werde ich sie später mal noch anzünden und schauen, ob das alles dann auch so funktioniert und gescheit brennt.